Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur ewigen Reichsstadt Nürnberg. Wir sind hier wieder mit dabei und machen weiter. Juni 1446, aber die Zeit schreitet durchaus auch schnell voran für unsere Reichsstadt. So, der Gedanke war ja jetzt, dass wir die Mission, die wir bekommen haben, erfüllen und das noch bevor wir eben hier die Technologien erreichen. Wobei, ja, oh, wartet mal, der Prozess. Und es gibt auch noch eine andere unschöne Meldung, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Zeit haben wir denn nochmal für die Staatsagenda? Ich glaube, relativ lange, ne? Wir hätten 20 Jahre, also jetzt noch 18 Jahre Zeit, die zu erfüllen. Das heißt, wir könnten sogar wirklich warten, bis wir doch die Technologien haben und danach erst das machen. Wäre eine Variante. Jetzt schauen wir mal. Mein Bürgermeister, dieser hinterhältige Schurke von Bayreuth besitzt die Frechheit, Nürnberg als ihren Besitz zu beanspruchen. Ob ihr Anspruch offensichtlich unberechtigt ist, so ist er doch ausreichend, um einen Krieg zu rechtfertigen. Das ist aber frech. Okay, das bestärkt nur unser Streben, dass wir Ansbach und vor allem Bayreuth unter unsere Kontrolle bekommen müssen. Dass sie es einfach wagen, Nürnberg hier als ihr Land zu sehen, unfassbar. Was haben wir jetzt hier? Der Prozess. Edelster Bürgermeister, euer ältester Sohn steht wegen Korruption und Bestechung vor Gericht. Es gibt keinen Zweifel, dass die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Und eine Verurteilung eures ältesten Sohnes würde euch einen schweren persönlichen Schlag versetzen. Wir können allerdings in den Prozess eingreifen und seine Unschuld sicherstellen. Tja, das wäre tatsächlich ein sehr harter persönlicher Schlag. Ah, unser Bürgermeister ist ein Unternehmer. Ich würde behaupten, ein Unternehmer, der ist auch gern mal bei sowas, der ist jetzt nicht besonders ehrlich, ne? Er will halt Gewinne, er will Erfolge sehen und deswegen würde unser Bürgermeister eher sagen, er will den Freispruch, kostet es, was es wolle. Auch wenn wir dadurch leider jetzt ein bisschen Korruption haben, die wir aber bekämpfen werden, würde ich behaupten. Die werden wir bekämpfen. So, Ansbach hat jetzt auch noch mit Salzburg ein Bündnis gemacht. Und Straßburg mit Mainz. Ja, Ansbach wird leider immer stärker, was Bündnisse angeht. Aber gut. Oh ja, Sachsen, wie wir sehen, würde als mittlerweile auch ein Bündnis mit uns schließen. Sehr schön, damit haben wir auch noch ein Bündnis mit Sachsen. Ja, Böhmen hatten wir ja eigentlich abgetan als der Rivale Österreichs. Ja gut, wenn wir natürlich die Gunst des Kaisers verlieren, das wäre schon echt unglücklich, wenn wir ein Bündnis mit seinen Rivalen hätten. Wobei uns natürlich Böhmen hier am meisten helfen könnte mit seiner Truppenstärke. Er ist einfach der stärkste neben Österreich Vassal im Heiligen Römischen Reich. Und dann kommt nämlich schon, würde ich behaupten, Brandenburg mit 9000 Truppen. Was hat die Pfalz? Diese auch, wäre auch 7000, auch unser Gegner. Münster hat 5000. Ja, der Rest würde ein bisschen schwieriger werden. Was ist mit der Schweiz im weiten Süden? Die hat sogar 10.000 Truppen, die Schweiz. Das wäre ja durchaus auch eine Überlegung wert. Konstanz ist übrigens auch eine Reichsstadt. Hat 7.000. Mehr als sogar hier Rothenburg. Vielleicht wären Konstanz und die Schweiz, dann hätten wir nämlich auch noch Württemberg. Das wäre dann eine Bündnisallianz hier. Aber die... Ah, Nürnberg ist mit dem Schweizer Rivalen Württemberg verbündet. Ah, die sind Rivalen. Wie ärgerlich. Aber Konstanz, 7000 Truppen. Werden wir mal da noch die Beziehungen verbessern und dann eben doch mit Rothenburg noch. Wenn wir mit dem Kaiser die Beziehungen verbessert haben. Aber Konstanz könnte noch ein paar gute Truppen in einen möglichen Krieg mitliefern. So, der Adelstand verliert an Macht. Das ist doch wunderbar in unserer Republik. Adel hat durch Kombination aus exzessiven internen Machtkämpfen und schlecht koordinierten Machtspielen in Nürnberg an Einfluss verloren, woraufhin sich viele von ihnen auf ihre Landsitze zurückgezogen haben. Ja, so soll das sein. Apropos, jetzt habe ich mich beim letzten Mal ein wenig beschäftigt, aber das müssen wir noch ein bisschen genauer machen mit den Ständen. Moldawien, Romans Invasion, sucht die ungarische Unterstützung. Aha. Moldawien wird eine Mark von Ungarn, nicht von Polen. Höchst interessant, diese Kunde, die uns aus der Ferne erreicht. So, aber genau, jetzt kommen wir doch nochmal hier zu den ganzen Ständen zurück. Was können die uns denn Sinnvolles bringen? Päpstlicher Abgesandter würde uns natürlich
Papsteinfluss bringen, jährlich. Wir würden zwar erstmal kurz Papsteinfluss verlieren, aber wir haben eh nur einen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wir sind durchaus eine katholische Nation. Machtkosten der Kurie. Das bedeutet dann aber auch, wenn wir hier was wollen, kostet das dann mehr an Papsteinfluss. Machtkosten. Papsteinfluss. Päpstlicher Abgesandter. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Überlegung. Der administrative Punkt würde die Loyalität eher verringern. Und wir würden sehr viel Kronenland verlieren, deswegen halte ich davon erstmal nicht so viel. Allerdings der Beraterstab des Klerus, der senkt schon mal die Kosten für unseren Berater. Den würde ich behaupten, können wir uns auf jeden Fall mal holen, den Beraterstab. So, Missionare brauchen wir noch nicht. Fanatismus irrelevant. Kirchliche Heiligtümer. Für eine Stadt alleine lohnt sich das nicht. Das hier lohnt sich alles nicht. Hier hätten wir noch die religiösen Diplomaten. Diplomatische Reputation, Meinung, gleiche Religion. Das würde einfach nur den Einfluss ein wenig erhöhen, aber ich sage mal so, wir sollten darauf achten, dass der Einfluss vielleicht unter 50 bleibt bei Klerus und Adel. Das heißt, wir können das durchaus machen, um diplomatisch einfach etwas mehr Bedeutung zu haben. So, den Tempelausbau, den werden wir natürlich sein lassen. Theologische Studien. Könnte man einen Minister rekrutieren, das lassen wir aber auch erstmal. Und hier unten haben wir noch Missionare. Nee, das ist erstmal nicht so interessant. Ah, päpstlichen Abgesandten könnten wir auch nur machen, wenn wir einen Kardinal haben und 20 Papstanfluss. Gut, dann hat sich das ja eigentlich eh schon erledigt. Kommen wir zum Adel. Aktuell haben wir noch keinen Berater des Adels, aber das könnten wir durchaus ändern. Dass wir dann doch einen billigeren Berater noch haben, einen adligen Berater. Und uns noch auch einen Berater holen. Die Rechte des Rates, das lassen wir mal erstmal sein. Loyalitätsgleichgewicht, das bringt denen aber auch Einfluss. Befestigungen, nein. Schauen wir mal, ob sie noch irgendwas Sinnvolles gibt. Ich finde, der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Das heißt, wir werden uns jetzt doch noch einen Berater holen. Gottfried Imhoff, denn Nürnberg muss auch verteidigt werden. Seine Handelsschätze müssen verteidigt werden. Und unser Ziel muss es sein, jetzt noch langfristig so viel Geld aufzubauen, dass wir uns auch noch den Handelsberater leisten können. Da würde es sich aktuell wahrscheinlich noch nicht lohnen. Bei den Bürgern. Etwas zu machen. So, wir könnten die Künste in Nürnberg fördern und durchaus auch finanzieren. Denn, jetzt würden manche meinen, haha, wir haben noch einen Bürgermeister, der ist auf Handel aus. Aber, Prestige bringt uns auch Handelseinfluss. Dementsprechend wäre das quasi eine Investition in den Handel, auch wenn wir dadurch weniger Steuereinnahmen hätten. 5%, das heißt 0,1 Gold hätten wir weniger, aber ich glaube, das Prestige ist es auf jeden Fall wert. Deswegen wird Nürnberg ein wenig die Künste fördern. Allerdings müssen wir aufpassen, dass die Bürger nicht allzu mächtig werden. Reichweite des Handels. Ein Moment, was für genau? Reichweite des Handels und 39% Landbesitz gibt uns auch nochmal Handelseinfluss. Bürger Kronbesitz. Ah, dann würden wir auch nochmal Kronbesitz verlieren, Kronenland. Und die Bürger würden mächtig werden, 74% muss man sagen. Der diplomatische Berater, das würden wir erst später machen. Kontrolle über die Geldpolitik, allerdings haben wir aktuell keine Inflation. Würde aber auch Machtkosten kosten, deswegen wollen wir das eher nicht. So, der Rest. Was haben wir denn hier noch? Wirtschaftliche Freiheit für den Bürgerstand. Provinzhandelseinfluss global und Handelsmacht der Händler würde sich erhöhen. Bei 100% Einfluss hat das Privileg folgende Auswirkung. Da wäre es natürlich, da profitieren wir auch vom Einfluss des Bürgerstandes. 5% Einfluss wäre das noch.
könnte noch einfach Steuereinnahmen nochmal extra bekommen. Das da unten interessiert uns nicht. Aber das wären auch nochmal 10%. Hier ist der Vorteil, dass es immerhin nur 5% wären. Aber halt Einfluss. Was war das da oben gewesen? Das hier. Da würde natürlich der Bürgerstand aber auch gleichzeitig 10 Loyalität bekommen, auch wenn wir jetzt erstmal 5% Kronland verlieren würden. Würde das Loyalitätsgleichgewicht ja trotzdem mit nach oben gehen. Ja. Reichweite des Handels. Gut, die Reichweite ist ehrlicherweise nicht so wichtig. Der Handelseinfluss 12,8% könnte durchaus schon wichtig sein. Wir werden mal noch den Bürgerkronbesitz durchführen, auch wenn wir dadurch jetzt Kronland verloren haben. Das werden wir uns aber Stück für Stück wieder zurückholen, das Kronland. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir halt hier schon bei 77%. Deswegen werde ich jetzt das andere erstmal noch nicht machen. Und wir sind erstmal ein bisschen vorsichtig, schlage ich vor. Gut, so, damit haben wir uns um diese Angelegenheit mal gekümmert. Oh, wir dürfen auch nicht vergessen, wir verdienen aktuell auch nur so viel Geld noch, weil wir ja unsere Armee reduziert haben. Das heißt, einen dritten Berater können wir uns noch lange nicht leisten. Ganz im Gegenteil, vor allem müssen wir bei Gelegenheit mal unsere Armeen auch noch erhöhen. Auf 7 wäre das Maximum, was wir machen könnten. Ich verstehe. Gut, aber wir bekommen jetzt mit unserem Bürgermeister gut in der Macht Punkte. Bregenz wurde ein Vasall Österreichs. Bregenz. Bregenz war keine Reichsstadt. Sonst hätte der Kaiser die doch nicht so für sich geholt. So, die Beziehungen zum Kaiser. Ach so. Oh, die wären schon wichtig. Dafür bräuchten wir jetzt aber ein Bündnis mit dem Kaiser. Und das will er leider definitiv nicht. Weil Österreich auch schon zu viele diplomatische Beziehungen hat. Und unsere Armeestärke zu gering für den Kaiser ist, ja. Schauen wir nochmal nach Konstanz. Die machen mittlerweile ihr Bündnis mit uns. Hervorragend. So, damit sammeln wir doch mittlerweile ganz gut unsere Bündnisse. Sachsen, Württemberg, Konstanz, Regensburg. Damit haben wir schon mal 2 Reichsstädte in unserem Reichsstadtbund. Und mit Sachsen und Württemberg aber auch noch 2 Nationen, die wir ganz gute Truppen ins Feld führen für einen Kampf. Aber uns fehlt noch, ich weiß auch nicht, eine größere Macht. Vielleicht doch Böhmen, wenn das dem Kaiser nicht so gefällt. Werden wir mal die Beziehung mit Böhmen verbessern. Wir brauchen jemanden, der uns noch schützt vor Brandenburg und der Pfalz, die hier sich mit Ansbach gegen uns verschwören. Was haben wir hier? Monopolfirma gegründet. Das Reich gewährt Handelshäusern oft gegen eine Pauschalzahlung und fortlaufende Einnahmen die ausschließlichen Rechte für den Warenverkehr in einer Region. Wir haben gerade eine solche Vereinbarung mit einer Gruppe Nürnberger Unternehmern ausgehandelt, die einen lukrativen Gewinn versprechen. Oh, Handelseffizienz. Oh, oder direktes Geld. Aber wir nehmen die Langzeitinvestitionen. Handelseffizienz natürlich mit unserem Bürgermeister. Plus 15% und 50 diplomatische Macht. Dortmund und Frankfurt haben noch ein Bündnis geschlossen. So, mit Österreich haben wir das Maximale an Beziehungen herausgeholt. Die wollen eh kein Bündnis leider haben, der Kaiser. Wo schicken wir unseren Diplomaten als nächstes hin? Wollen wir Rotenburg versuchen auf unsere Seite zu ziehen? Die haben halt in Anführungszeichen nur 4000 Truppen. Aber gäbe es noch mächtige Bündnispartner? Naja, wenn Hessen natürlich Kaiser werden würde, dann könnten wir ja unsere Chance doch noch erfüllen. Böhmen könnte aktuell auch eventuell Kaiser werden, falls einer nicht mehr Hessen wählt. Also vielleicht müssen wir dann doch unsere Loyalitäten zwar dem Kaiser treu orientieren, aber vielleicht einem neuen Kaiser. Hessen ist leider mit Mainz und damit unserem Rivalen verbündet. Vielleicht müssen wir dann langfristig den Mainzer Rivalen doch wieder abändern. Das sollten wir noch hinbekommen. Wir werden mal mit Hessen und mit Böhmen jetzt Beziehungen verbessern. Eine langfristige Investition. Oh, ich glaube, durch die Handelseffizienz haben wir gerade auch nochmal ganz gutes Geld verdient. Handel 1,46, ja. Der Handel bringt uns jetzt hier schon einiges. Wobei wir 6, na, jetzt sind wir nur noch bei 5%. Also es geht so ein bisschen hin und her, was das betrifft.
Wir müssten auf jeden Fall versuchen, noch unsere Handelsmöglichkeiten zu verbessern, aber erstmal Technologien. Erstmal ist das relevant, würde ich behaupten. Oh, wir könnten jetzt in die Technologie hier diplomatisch investieren und wir bekommen viel Innovationsfähigkeit. Das sollten wir, denke ich, machen, weil ich weiß nicht, wann wir hier der Zeit voraus sind. Wir sind nicht der Zeit voraus. Eure Zeit in dieser Technologie voraus zu sein, gewährt euch die folgenden Boni. Handelseffizienz? Ist das wirklich so? Nee, aber wir sind der Zeit nicht voraus, deswegen bekommen wir den Boni nicht. Logisch. Aber wir könnten jetzt einen Marktplatz bauen, wenn wir halt das Geld hätten. Das fehlt uns noch. Tja. Ja, die Innovationsfähigkeit wird uns langfristig schon durchaus was bringen. Sollten wir das mal machen. Und was mir auch noch einfällt, handelstechnisch, wir haben ja Rivalen. Wir sollten unbedingt, jetzt muss ich doch nochmal jemanden kurz abziehen, einen Diplomaten, wir sollten unbedingt ein Embargo verhängen gegenüber Ansbach, unserem Rivalen, gegenüber Würzburg, unserem Rivalen und aktuell auch noch gegenüber Mainz. Das sollte auch unsere Machtprojektion erhöhen. So. Dann kannst du wieder zurückgehen und wieder Beziehungen mit Böhmen verbessern. Einverstanden. Jetzt sparen wir aktuell unser Geld auf einen Marktplatz in Nürnberg. So, die nächste Wahl findet statt. Bürgermeister Gottfried von Altenhahn und Weierhausen. Und wen haben wir denn jetzt? Da hätten wir natürlich, er könnte wiedergewählt werden. Das würde ihm jetzt keinen diplomatischen Punkt bringen, aber einen administrativen und einen militärischen Punkt. Und man muss sagen, er ist ja durchaus ein guter Bürgermeister. Ich würde vorschlagen, ich versuche das jetzt immer mal ein bisschen so im Roleplay zu entscheiden, wie es Nürnberg erging. Ob es, ich sag mal, mehrere Krisen während der Zeit gab und Probleme und es quasi nach einem neuen Bürgermeister verlangt wird. Oder auch, wenn die republikanische Tradition so niedrig wird, dass man sagt, oh, da ist aber die Gefahr einer Diktatur, dass man das Ganze vielleicht dann ändert. Aber aktuell würde ich sagen, unser Bürgermeister hat das Land in letzter Zeit oder die Stadt gut regiert. Deswegen soll es eine Wiederwahl von Gottfried von Altenhahn und Weiberhaus, ach, nicht Weiber, Weierhausen geben. So sei es, würde ich sagen. Und wir bekommen dadurch auch sogar noch ein paar Machtpunkte. Ah, ausgerechnet diplomatische Machtpunkte, die wir eigentlich am wenigsten brauchen. Aber gut. Einverstanden. Er ist weiterhin in der Macht und er durchaus ein sehr guter Bürgermeister, würde ich sagen. Mit seinen 39 Jahren wird er in seiner zweiten Amtszeit Nürnberg weiterhin in eine gute Zukunft führen. Wir haben einen weiteren reisenden Spielmann, der uns, denke ich, wieder einmal eine Stabilität bringt. Die ist durchaus sehr wertvoll. Die Stabilität bringt uns Handelseinfluss ebenfalls. Geringere Unruhen, gut, das ist weniger das Problem, aber auch Steuereinnahmen, die erhöht sind und auch Korruption, die sich reduziert. Korruption haben wir aber hier mit final bekämpft. So, in Polen gibt es einen neuen Kardinal. Bamberg hat ein Spionagenetzwerk gegen uns begonnen aufzubauen. Das ist aber frech. Das wagen also die Bamberger. Ah ja, schau an. So, bei Böhmen und Hessen tun wir uns aktuell noch ein bisschen schwierig. Ah, hier gibt es einen Aufstand. Ein Bauernaufstand, gegen den Sachsen kämpfen muss, aber Sachsen, wie wir sehen, macht das sehr solide, hilft quasi seinem Untertanen Thüringen, die ja in der Personalunion mit Sachsen sind. Und damit sieht das alles hier auch schon wieder sehr gut aus. So, wir haben fast unser Geld. In Graz gibt es einen weiteren Kardinal, der ist Österreich treu ergeben. Wir haben fast jetzt unser Geld zusammen für den wichtigen Marktplatz für unsere Handelspläne. Wir haben übrigens auch schon ein Inhandelslandzentrum Stufe 2. Das heißt, für Stufe 3, für ein Welthandelszentrum, brauchen wir eine Entwicklung von 25, das bekommen wir hin. Und kostet 1000 Gold. Das wird auf jeden Fall ein absolut langfristiges Zentrum, dass Nürnberg ein Welthandelszentrum wird. Aber bis dahin bauen wir jetzt erst einmal. Was bringt uns denn direkt der Marktplatz? Warte mal, das sehe ich doch hier immer etwas besser, würde ich behaupten. Hier war's. Oh, das bringt uns richtig viel. Plus 6,9 Handelsmacht.
Handelseinfluss. Genau, 6,9 Handelseinfluss. Und wir bekommen mehr lokale Handelsmacht. Sehr schön. Der Marktplatz ist sehr wichtig. England hat einen neuen Kardinal bekommen. Der Marktplatz ist für unsere Handelsbeziehungen äußerst relevant jetzt. Da sind wir hoffentlich auch den anderen im Vorteil. Konstanz hatte gerade ein kleines Problem. Hier gab es überall ein paar katholische Fanatiker, woher auch immer die jetzt kamen. Österreich und Frankreich sind Rivalen. Österreich sieht Savoyen nicht länger als Rivalen. Österreich ist wohl dadurch ein bisschen mächtiger geworden. Ah, jetzt wird auch Österreich wieder Kaiser gewählt. Ja, es würden zwar drei Stück Hessen wählen, aber bei Gleichstand wird der aktuelle Kaiser wieder gewählt. Wie enttäuschend. Dann werden wir wohl unser Bündnis erstmal nicht hinbekommen mit dem Kaiser, was wir uns erhofft hatten. Ich meine, wir können ja logischerweise auch nicht die österreichischen Rivalen nutzen. Oh, wisst ihr, was wir machen können? Noch 64 Tage haben wir Zeit. Ja, perfekt. Wir können in eine Technologie investieren, um auch nochmal Innovationsfähigkeit zu bekommen. Wir sind zwar nicht der Zeit voraus, aber wir bekommen nochmal 4 Innovationsfähigkeit. Das bringt uns ja auch nochmal Vorteile. Und zwar Verfall Armeetradition ist geringer und Machtkosten. Genau, dann machen wir das. Holen wir uns die militärische Technologie. Im Laufe des Mittelalters wurde die Dominanz der Kavallerie von disziplinierten Pikenieren herausgefordert. In Schlachten wie der Schlacht von Bannockburn oder der Goldenen Sporenschlacht wurde die Kavallerie von Pikenieren geschlagen. Eine Kombination aus verbesserter Ausbildung und erhöhter Disziplin und die Ergänzung durch Schwertkämpfe als Nahkampfunterstützung hat die Effizienz der Formation auf die Spitze getrieben. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal solche Texte durchgelesen in Europa Universalis 4? Ich muss gestehen, ich habe das schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren, seit es das Spiel gibt, wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Am Anfang hat man das vielleicht gemacht, aber mittlerweile macht man das nicht mehr, weil man weiß, was es bedeutet und klickt schnell, schaut nur auf die Auswirkungen. Aber wir lassen uns hier mal Zeit. Vielleicht auch mal ganz spannend für euch auch wieder, dass wir uns hier mal ein bisschen genauer durchlesen. Um was geht's denn hier? Wie sind denn hier die historischen Zusammenhänge? Was ist denn vielleicht alles noch spannend zu sehen? So. Genau. Was bekommen wir? Moral der Landarmee und Militärtaktik ist erhöht. Und eben nochmal Innovationsfähigkeit. Sehr schön. Gut, das haben wir also auch erledigt. Landesland kann beschlagnahmt werden. Dafür muss das Loyalitätsgleichgewicht erstmal wieder ein bisschen steigen. Das ist ein Problem. Das Adelsloyalitätsgleichgewicht ist noch zu gering, dass wir kein Land aktuell beschlagnahmen können. Das heißt, wir müssen dann fast dem Adel noch ein bisschen mehr Zuspruch geben oder wir müssten mit einer Revolte rechnen. Gleichgewicht bei 38%. Die Frage ist, was können wir denn dem Adel noch geben, wo er Loyalität bekommt. Naja, Steuereinnahmen wollen wir auf jeden Fall ihm nicht geben. Den Berater haben wir ihm schon gegeben. Hier, die Rechte des Rates könnte man ihm einfach geben. Dann hätte er 10% zu 10% Einfluss. Ich glaube, was Besseres würden wir eh nicht finden, oder? Wobei, Vorherrschaft über den Rat. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Loyalitätsgleichgewicht des Klerus und der Bürger würde sich erhöhen, aber auch der Einfluss. Damit würde natürlich der Einfluss hier gefährlich hoch werden. Können wir das auch? Warte mal. Nee, ich glaube, bei den anderen ging das nicht. Das ging jetzt nur beim Adel. Dass man quasi allen drei dadurch gleichzeitig Loyalität gewährt. Das geht nur beim Adel. Und noch eine andere Sache, die uns Loyalität bringt. Das ist nicht sehr schön. Nee, Vorherrschaft über den Rat wäre das tatsächlich. Ich meine, die bekommen ja auch Loyalitätsgleichgewicht. So ist es nicht. Das heißt, die Bürger sind aktuell bei 71. Das sind aber immer ordentlich weit entfernt vom Einfluss der Bürger. Wenn wir jetzt hier auf 87 kommen und dann noch Bürgerdarlehen machen, sind wir schon bei 93. Das ist halt alles, nennen wir es riskant mit den Bürgern. Und wir würden ja so auf 48 kommen. Das würde knapp noch nicht reichen. Deswegen, ja, wir müssen es trotzdem machen. Wir werden mal die Vorherrschaft des Rates nutzen noch. Dann kommen wir jetzt auf 48
und wir müssen aber auf knapp über 50 kommen. Das heißt, jetzt wäre es noch sinnvoll, irgendwas noch zu haben, was noch 5% gibt. Und 5%. Hier haben wir nur noch 10%. Das war's, ne? 5% haben wir nicht mehr. Wir hätten hier oben noch 5%, was unser Regierungslimit erhöht, was uns aber überhaupt nichts bringt, weil wir das niemals brauchen werden. Und wir würden dadurch halt Kronland verlieren, was ich nicht möchte. Man könnte bei Gelegenheit dann hier die 5 Loyalität wieder einbüßen, wenn man noch den militärischen Machtpunkt haben will. Das können wir mal langfristig überlegen. Aber ich würde vorschlagen, ja, dass wir dann wohl doch das Recht des Rates machen. Das sollten wir jederzeit zurücknehmen können, weil der Einfluss geringer ist als die Loyalität. Also gut, der Adel bekommt ein bisschen Recht. So, gut. Damit sind wir jetzt überall bei über 50 Loyalitätsgleichgewicht. Damit können wir regelmäßig auch Land beschlagnahmen. Nur müssen die sich halt erstmal wieder mit ihrer Loyalität dort hin entwickeln, wo wir dann genau quasi unterwegs sind. Sehr gut. So, unsere republikanische Loyalität steigt um 1,04 pro Jahr. Die republikanische Tradition, genau. Und wir können unsere erste Regierungsreform erlassen. So, das können wir zum Schluss dieser Folge auch noch uns anschauen. Ja, wir haben hier Reichsstadt, das kann man auch gar nicht ändern. Genau, das gibt uns hier diese besonderen Vorteile. So, republikanische Tugenden. Autoritarismus. Damit können wir uns auch ein bisschen jetzt entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Das würde bedeuten, auch wenn wir keine Monarchie haben, schätzt diese Republik vor allem Recht und Ordnung und wird mit Nachdruck dafür sorgen, dass die Autorität der Zentralregierung respektiert wird. Ich würde behaupten, das brauchen wir auf keinen Fall. Unruhe minus 1 ist kein Thema für uns. Politische Dynastien. In diesem Land haben sich eine Reihe von Familien im Laufe der Zeit dazu bereit erklärt, die Verantwortung zu tragen. Hm, okay. Was genau würdest du? Kann aus der herrschenden Familie neu wählen? Bonus für zufällige Kandidaten. Das würde bedeuten, bei einem zufälligen Kandidaten, der bekommt nochmal einen Bonus-Machtpunkt, sage ich jetzt mal. Aha. Ja. Verstehe. Was haben wir hier noch? Republikanismus einfach. Das würde uns einfach mehr republikanische Traditionen schaffen. Wir sind klassisch im Sinne der Republiken unterwegs. Was haben wir hier noch? Meritokratische Herrschaft. Das ist, glaube ich, eher ein Problem. Weil, genau, das würde auch den Einfluss der Bürger nochmal um 10% erhöhen. Und die Bürger sind jetzt aktuell schon sehr stark. Deswegen können wir das aktuell einfach nicht durchführen. Tugenden der Politie. Das würde Rekrutenreserve bringen. Und Einfluss nochmal des Adels. Aber nur für 10% Rekrutenreserve. Das würde uns am Ende 10% von 100 ist jetzt auch nicht so viel bringen. Religiöse Werte, nein, das haben wir auch nicht. Das heißt, es entscheidet sich zwischen dem Republikanismus und den politischen Dynastien. Bonus für zufällige Kandidaten. Oder einfach wirklich mehr republikanische Tradition. Ich denke, das ist schon durchaus noch wichtig und relevant. Wir bleiben mal erstmal beim Republikanismus. Diese Republik hat sich zu einem Wächter der republikanischen Ideale, der bürgerlichen Macht und der Zusammenarbeit aller Menschen für das Allgemeinwohl gemacht. Das passt doch zur Nürnberger Stadt ganz gut. So nehmen wir das mal, dann steigt auch unsere republikanische Tradition wieder ein bisschen schneller. Gut, Freunde, das war's mit dieser Folge zur ewigen Reichsstadt Nürnberg. Hier fahren noch ein paar Handelswägen herum, während es hier katholische Fanatiker an unseren Grenzen gibt. Wir machen weiter, wir haben immer noch den Plan, durchaus Ansbach anzugreifen und Ansbach und Bayreuth zu Vasallen zu machen, um unsere Macht hier ein wenig zu stärken, aber das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung werden, dieser Krieg. Wir werden weiter beobachten, wie es in Europa weitergeht. Marktplatz ist gebaut, Kirche ist als nächstes geplant und wir wollen noch unser Land entwickeln, um auch diese Mission abzuschließen. Da warten wir noch auf die nächste administrative Technologie. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, abonniert auch gerne auch den Kanal und schreibt in die Kommentare, was sollten noch so große Ziele für Nürnberg sein, die wir langfristig erreichen sollen und wie findet ihr an sich das Projekt. Damit unterstützt ihr auch den Kanal und das Projekt, wenn ihr auch Kommentare schreibt und eben ein Like da lasst. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit unserer ewigen Reichsstadt Nürnberg und wir schauen mal, wo die Geschichte der Stadt und ihres aktuellen Bürgermeisters hingehen wird.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.